Oh, das Haus ist ein bisschen schief, ne? Merke ich jetzt auch gerade. Ah, hier ist Valentin. Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Ja. Kein Licht. Kein Licht, ja. Deswegen hat er Wasser geschaffen. Stadtwache. Ich weiß nicht, gehört Hakon dazu? Schnack mal mit denen. Jora. Was weißt du über die Diebesgilde? Gut, pass auf. Alles, was ich dir jetzt sage, hast du nicht von mir, klar? Ja. In der Hafenkneipe hängen oft zwielichtige Gesellen herum. Ich wette, der Wirt weiß was. Wenn du vorhast, die Diebe aufzuspüren, solltest du mal mit ihm reden. Du könntest zum Beispiel so tun, als ob du eine krumme Tour durchziehen willst. Vielleicht geht er darauf ein. Okay. Aber sei vorsichtig. Mit diesen Leuten ist garantiert nicht zu spaßen. Ich hab was anderes. Okay. Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Du meinst den abgerissenen Typen, der seine Waffe bei mir für ein paar Fackeln und Fleischbröckchen eingetauscht hat? Mhm. Genau den. Das Schwert habe ich noch. Wie viel willst du dafür haben? Nun, für dich... Ach, was soll's. Hier, nimm es. Schließlich hast du mir geholfen, mein Gold wiederzukriegen. Nett von dir. Er erzählt alles, was... Wer war Alrik? Das weiß doch inzwischen... Zurus? Und es wird noch viel schlimmer. Sarah? Und es wird noch viel schlimmer. Hm? Und es wird Bartok. Warum schaust du so skeptisch? Ich Aha. sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Du gehörst auch dazu. Was wäre denn? Dann würde ich dir sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden will. Soll ich mich Gut. denn noch alles kümmern? In dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum das kümmert. Das ist doch kein Geheimnis. Verstehe. Sehr schön. Wo ist dieser blöde Alrik jetzt? Meine, der hat Alrik Schwert 30-30, naja. Gut ist es nicht. Wo war denn Alrik? Hier? Nein. Oh Gott. Ist es? Kann Ranga hey. Helfen? Alter, das sind ja so viele Missionen, ey. Es ist halt echt der Wahnsinn. Oh, wo haben wir Alrik nochmal gesehen? Wo kommt der her? Ach, das war der im Hafen. Ja, genau der. Ach Gott. Und da muss ich noch in die Kneipe. Und da muss ich erstmal den Dude dieser Mo oder so heißt er doch. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen. Ich hab dein Schwert. Ich hab dein Schwert. Ah, das ist schon viel besser als mit einem alten Ast zu kämpfen. Sehr schön. Muss man ihm ja nicht geben, aber. Okay, ich habe 10 Lernpunkte. Nun, ich weiß nicht, wohin damit. Was jetzt auch Sinn macht. Schwertkampf lernen? Keine Ahnung. So, jetzt kann ich mit Imschen hier sprechen. Das habe ich auch gesehen. Er muss das ja besser. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Man erzählt sich Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Ja, meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Vielleicht kommst du ja auf die Idee, dich uns anzuschließen. Okay, machen wir. Ist das gut, dann gehen wir mit dir mit. Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Richtig. Dann wollen wir mal. Folge mir. So, ich speichere kurz, falls irgendwas passieren sollte. Ach, wie schön. Hätten wir uns den ganzen langen Weg sparen können. Also alleine. Ne? Zu Ona oder so. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt da links rausgehen und dann halt dort die ganze Zeit entlang marschieren. Ist ja auch ein Ding. Oh, ich muss folgen.
Gell. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ich bin müde. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Ja, seht ihr? Ordnung und Chaos zugleich. Ich hoffe, wenn wir beim Ring des Wassers sind, kriegen wir A, noch ein paar Level und B, wir können da noch ein bisschen was machen, ne? Ja, der Dude ist hier leider gestorben, ne? Aber der hatte halt nicht viel. Hat er halt gesagt, ja, ich werde dich beschützen. Alles klar. Ja, das ist ein langer Weg. Jetzt frage ich mich, wo der jetzt lang will. Hoffentlich geht er bei den Banditen oben lang. Das wäre ja eine 10 von 10. Dann bezweifle ich. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Oh. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalorn damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Gut zu wissen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Okay, lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. So. Leider konnten wir das Rätsel mit den verschwundenen Leuten noch nicht... Was war das? Nicht retten? Irgendwas hat da getrommelt. Nun. Ah, die Musik ist so toll, ne? Nach wie vor. Also die Musik in Gothic 2 ist nochmal... Also die ist sehr befreiend, habe ich das Gefühl. In Gothic 1 war sie wirklich Mean Colony Style. Du wusstest ganz genau da, wo du bist. Ganz, 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 ganz große Klasse. So, wohin willst du denn? Als geradeaus oder was? Okay. Er hat eine schöne Rüstung. Also die Rüstung ist schon mal richtig hübsch. Was ist los? Geht's noch? Der Kerl da drüben hat Probleme mit Banditen. Das ist ja toll. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. No. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Aber krass, das hat diesen Dialog hatte ich auch noch nicht. Ich glaube, ich habe das mit dem Ring des Wassers viel früher gemacht. So, ja, der Typ da drüben hat Probleme mit Banditen. Also, ja, ja, gut, dann bewegen wir uns. Finde ich cool. Kleine Info, die bekommst du nicht, wenn du nicht vorher hier warst. Nun gut. Jetzt gehen wir in eine Gegend, wo wir tatsächlich noch nicht waren. Mal schauen, was wir da finden. Mal gucken. Was ich noch immer schön finde, ist, die Welt ist hier, also zumindest jetzt diese Karte, ist auch nicht so groß. Und ich hoffe, wir bekommen übrigens die XP, wenn wir hier draufknüppeln. Bin ich so gut. Jupp. Töte den Wolf mal. Ja. Super, Ingo, nicht Diesel. Also, super, Laris, nicht. Egal. Warte mal, hier vorne liegt was. Ein Trank. Ein Butler. Ui, der da war. Knüppelhart, hä? Huh? Zweimal schwerer Ast. Das waren aber ein paar. Das war aber einer da mehr. Da ist nichts zu holen. Okay. Danke. Ja, der knüppelt uns den Weg frei, würde ich sagen, ha? Huh? So, dann. Mach mir jetzt nicht schlapp. Nur warum denn? Lass uns weitergehen. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen.
Bleib dicht hinter mir. Ja, klar. Was soll ich denn von ihm wollen jetzt? Bin froh, wenn er einfach weitergeht. Ui, denn wieder zwei Wölfe, die er niederknüppeln wird. Und wir bekommen wieder ein paar XP. Ich greife. Danke. Nichts zu holen. Eine Steintafel. Blauflieder. Hier ist uns nix. Okay, weiter geht's. Los geht's. Tosti. Ui, ich höre was. Oh, war klar. Ja, ihr schafft das schon. Ich nehme ein paar. Beide mit. Krass. Wurden aber auch getötet hier. Ja. Und eine Säge. Das spricht nicht gerade für die Leute hier. Ach du meine Güte. Entschuldige, ich komme hier nicht mehr so schnell wieder vorbei. Das weißt du hoffentlich. Deswegen muss ich hier ein paar Sachen mitnehmen. Hier ist ein Lederbeutel. Psch. Hier ist erstmal nichts. Ich werde die zwei noch hier auseinandernehmen. Da gibt es nämlich noch was. Hier sind noch Pfeile. Pfeile. Hier ist noch eine Fackel und ein Schiffherd. Und ein Pfeil. Gut. Kletterst gerne, ha? Huh? Ui. Angriff. Aua. Aua. Meine Güte. Nee. Lass uns weitergehen. Okay. Ich bin da. Ja. Boah, der ist aber ordentlich mit seinem Schwert hier. Aua. Danke. Das war's mit dir, Mistvieh. Alter, ich frag mich, wie ich da noch ins Kloster soll, Hammer. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Gute Frage. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Ach so. Lass uns weitergehen. Bleib dicht. Ja, mach ich. Da ist nichts. Ich muss nur hier plündern, weil ich Zeug brauche. Auch den kleinsten Goldschatz, den ich hier bekommen sollte. Gerade auch das Butlerfleisch wäre nicht schlecht. Wir waren Goblin. Okay. Ich hoffe, ich kann demnächst auch mal Tränke brauen und so. Dafür brauche ich wahrscheinlich Laborflaschen und sowas. Was ist los? Aha. Ach nö. Es wird dunkel, ich hasse es. Einmal Death. Ich höre da was gefährlich jetzt. Kannst du noch? Ja. Es packt uns hier wieder was. Bleib dicht hinter mir. Och, hier packt irgendwas wieder rum. Hier wird's lauter. Eieieiei. Jetzt vorbei. Ich kann irgendwo pennen. Ui. Viel Spaß, Angriff. Ich sammle ein paar Pflänzchen. Na gut, eine Pflanze. Natürlich erstmal voll hängen bleiben. So, hier kann's gefährlich werden. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Mach ich. Geh ruhig einfach vor. Ich guck mal, was ich machen kann.
Oh, hier ist ein Snapper. Gut. Okay. Gut. Laris ist halt unsterblich, ne? Du könntest ihn töten. Da ist nichts zu holen. Schade. Ah, hier ist noch ein Blaufleder. Fleder. Ein Blauflieder. Übrigens im... Oh nein. Oh nein. Im... Ohne Add-on war hier, glaube ich, nichts gewesen. Und es war weird, warum es sowas geben sollte. Okay. Ich verstehe dein Problem. Laris. Moment. Ich speichere und lad... Ah ne. Na doch. Na komm. Ich bin gleich wieder da. Ich probiere mal, dass er runterkommt. So, da sind wir wieder. Moment, ich mach mal... Habe ich einen Lichtzauber? Ja, habe ich. Ich musste mir von Laris eine scheppern lassen. Damit er da von seiner Position weggeht. Echt dumm. Aber gut. Ich denke, dir ist jetzt klar, wen du vor dir hast. Was willst du? Ja, genau. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Alles klar. Machen wir. Ja, ich spreche hier. Gut, jetzt bekommen wir wahrscheinlich erstmal voll eine auf die Mütze. Eine Riesenratte. Ja, natürlich. Zwei Riesenratten. Huch. Drei Riesenratten. Gut. Tschüss. Oh Gott, hier sind so viele Riesenratten. Lieber Saturas, lieber Vatras, Saturas. Saturas, Riordian. Wow. Hier scheppert's aber ganz schön, würde ich sagen. Wir sind sogar Goblins! Wow! Ich bin so schnell, wie ich nur sein kann. Aua. Die weg? Oh, ja, wir bekommen jetzt erstmal einen auf die Mütze. Oh ja, die gehen kaputt. Ich sehe nur, wie es scheppert hier. Oh. Ein. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ich. Geholfen hat's. Wir konnten den Schläfer besiegen. Er hat uns gehasst. Hi. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Ja. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Euer Plan hätte sowieso nicht funktioniert. Die Barriere mit dem Erzhaufen zu sprengen, ist der größte Unfug, den ich je gehört habe. Ihr hättet euch am Ende damit noch selbst in die Luft gejagt.
Das ist doch der Gipfel. Wer gibt dir das Recht, über uns und unsere Absichten zu richten? Das tue ich nicht. Wenn ich nicht so ein friedliebender Mensch wäre, würde ich den Zorn Adanos auf dich heraufbeschwören, mein Junge. Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Mhm. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Warte mal. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Alles klar. Ich muss jetzt erstmal hier anständig miteinander sprechen. Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich?